Schon wieder ist eine Woche rum und ich muss an den Rasen ran. Denn im Frühjahr sollte der Rasen mindestens einmal in der Woche gemäht werden. Das hält ihn gesund und man hat keine Probleme. Das mache ich schon immer so. Einmal die Woche ist auch viel zu viel, Helmut. Es reicht, wenn man den Rasen alle 2 bis 3 Wochen mäht. Die Grashalme brauchen nach dem Mähen immer etwas Zeit, um sich zu erholen und wachsen gesünder, wenn man mindestens 2 Wochen wartet. So, also die Frage ist, was sollte man beim Rasenmähen beachten? Helmut sagt, im Frühsommer mindestens einmal in der Woche mähen. Harro sagt, das ist übrigens der Versicherungsmakler, der Rasen sollte alle 2 Wochen höchstens gemäht werden. Frau Tarnl in Salzbergen, ich grüße Sie. Ja, hallo. Hallo. Wie oft mähen Sie Ihren Rasen? Jede Woche. Einmal die Woche. Wäre das auch Ihre Antwort? Ja. Dann locken wir das sofort ein. Helmut bekommt den gelben Rand und hat auch für Sie die Antwort. Meine Methode ist die richtige. Im Frühsommer wachsen die Grashalme besonders schnell. Deshalb sollte man mindestens einmal in der Woche Rasen mähen. Außerdem wird er strapazierfähiger und durch häufiges Mähen verzweigen die Halme ineinander und bilden einen schönen und dichten Rasen. So sieht's aus, Frau Tarnl. Sie haben vollkommen recht. Tarnl, ich sag mal Tarnl, Frau Tarnl, ne? Ja. Sie haben vollkommen recht gehabt, das stimmt. Ja, super, danke schön. Ja, und damit bekommen Sie 250 Euro ja, nach Salzburg. Viel Spaß damit. Danke fürs Mitspielen. Tschüss.